Mein Freund, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Das ist der sogenannte Kubotan. Ja, das sind diese Dinger hier. Oder Tactical Pen gibt es also als taktischen Kugelschreiber. Das ist der richtige Kubotan hier. Ja? Also so sieht das Ding aus. Dieses Teil hier ist ein Übungskubotan. Ihr seht also, der ist hier vorne nicht ganz so spitz. Ja? Also das sind die Unterschiede. Kubotan. Kubotan ist ein stabähnlicher Gegenstand, der in erster Linie dazu bestimmt ist, Selbstverteidigungstechniken durch Druck auf empfindliche Körperstellen zu unterstützen. Sie hat keine Waffeneigenschaft. Also ein Kubotan ist keine Waffe und daher kann das von jedermann frei erworben und geführt und auch genutzt werden für die Selbstverteidigung. Also das Ding hier gibt es oft als mit Schlüsselanhänger dran, kann frei gekauft und frei mitgeführt werden. Ja? Und das mit dem Schlüsselanhänger, da sehe ich natürlich immer sehr kritisch, ne? Hier so einen Schlüssel dran zu machen. Wie wollt ihr so ein Ding anwenden, wenn ihr in einer Notsituation kommt und hier hängt noch so ein riesiger Schlüsselbund dran? Ich würde das Ding nicht an Schlüsselbund hängen. Nichtsdestotrotz, so sind die Dinger aufgemacht. Das ist ein Kubotan und der sollte natürlich in einem der Vollständigkeit halber nicht fehlen, wenn wir über Selbstverteidigung reden. Ja, und das ist halt, wie gesagt, das Pendant dazu, das ist der Übungskubotan. Wenn ihr eurem Partner nicht ständig was vor die Mütze hauen wollt mit dem spitzen Ding, kann man damit ein bisschen besser trainieren. Ja, also so sieht das aus. So, liebe Freunde, wichtig ist halt, dass ich hier keinen Schlüsselbund dran hängen habe, der da klimpert. Und das spitze Ding ist der Kubotan. Und er fragte mich schon, wen ich gerade gleich nehmen werde. Ich nehme natürlich den Trainingskubotan, der nicht spitz ist. Und ich möchte dir zumindest zwei, drei Techniken zeigen, wie du mit dem Kubotan am Partner, am Gegner agieren kannst. Der Kubotan ist ja keine Waffe. Er ist ja ein Hilfsmittel der körperlichen Gewalt, wenn man so will, um Druckpunkte auf bestimmte Körperregionen auszusetzen zum Zwecke der Selbstverteidigung. Und da nutzen wir ganz gerne die sogenannte Hammerfist für, also die Hammerfaust. Ja, ist also, ihr habt hier einen Hammer in der Hand, pong, pong, pong. Nur jetzt schwinge ich den Hammer so. Wie nehme ich den Kubotan in die Hand? Ich lege den in meine Hand, mache eine Faust, indem ich hier die vier Finger hier schließe und lege den Daumen oben drüber. Also anders als bei der Faust, wo ja der Daumen angelegt wird, wird jetzt der Daumen oben drüber gelegt. Das, was wir bei der Faust nicht machen dürfen, machen wir hier. Reinlegen, arretieren. Und hier habe ich jetzt das Ding. So, und wie arbeite ich jetzt mit dem Kubotan? Was kann ich damit machen? Ich nutze den als Druckverstärker zum Zwecke der Selbstverteidigung im Falle von Angriffen. Wenn er mir einen Fauststoß gibt, kann ich zum einen abwehren. Und jetzt ist der Kubotan schon hier. Ich kann damit zustoßen Richtung Gesicht, Richtung Hals. Ich kann große Muskelgruppen angreifen. Hier zum Beispiel den Bizeps. Ich kann allerdings auch meinen Partner oder meinen Gegner verdrehen, denn er hat ja noch eine zweite Faust, die kann mir gefährlich werden. Das heißt, indem ich hier reingehe, wie so eine Raptor-Kralle, knicke ich meine Faust um und bringe ihn hier auf die andere Position, verdrehe ihn, um dann von hier zum Beispiel zuzuschlagen. Ja? Du greifst mich an, hier Raptor-Kralle und hier kommen die Kubotan-Dinger. Wie eine Nähmaschine arbeite ich damit, um ihn eben zuzupflastern. Welche Körperregion ich damit angreife, ist völlig egal. Also selbst wenn er mich mit dem Takedown angreift, kann ich hier mit dem auf den Schädel hauen, hier auf die Rückenpartie, hier auf die großen Rückenmuskulatur, ja, kann ich volles Fund eben drauf nageln. Ich kann, das ist immer cool übrigens, große Muskelgruppen angreifen. Wenn ich hier stehe, hat seine Hände oben, hier unten Genitalbereich, hier Oberschenkelbereich und dann steige ich wieder hoch und attackiere wieder. Das ist allerdings, das erfordert ein bisschen Übung, denn ihr müsst natürlich auch mit dem Oberkörper, mit dem Bein flexibel sein. Du bist in der Vorkampfstellung, ich arbeite direkt, ja, greife an. Mit dem Kubotan und pflaster auf ihn ein. Das ist aber die Möglichkeit, wie ihr damit umgehen könnt. Also ihr könnt ihn zum einen damit stechen, pieksen oder eben verdrehen. Haben wir gerade gehabt hier, dass ich hier sage, ich reiße an ihm. Ja,
Kann natürlich auch Takedown-Techniken durchführen. Das geht aber jetzt zu weit, dass ich ihn jetzt hier einhake, ziehe zu mir hin und arbeite dann weiter und kann ihn auch zu Boden bringen. Das geht aber jetzt zu weit für dieses Video. Jetzt weißt du zumindest mal, welche Möglichkeiten man damit hat. Und weiter geht's. Er kommt schon von da hinten angesprintet und Marco, ihr kennt ihn schon aus den anderen Videos. Schön, dass du wieder dabei bist bei diesem stürmischen Wetter heute. Und jetzt habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, eure Faust immer noch zu benutzen. Buff, buff. Ne? Also ihr könnt immer noch mit der Faust zuschlagen. Ja? In der Realität Richtung Gesicht, im Training Richtung die Brust, Richtung Brust. So, und ihr könnt natürlich jetzt diesen Tactical Pen benutzen als Hammerfist, Hammerfaust-Methode. Also ich kann auch hier mit dem Tactical Pen arbeiten. Ja, indem ich also das Ding als Waffe nach vorne ziele. Wenn Marco zum Beispiel seine Hände hochnimmt, kann ich den auch taktisch einsetzen. Ich nehme hier seine Hand weg und schlage dann mit dem Tactical Pen zu. Also was habe ich gemacht? Ich habe hier Kontakt aufgenommen und reiße hier, kennt man glaube ich von so einem Velociraptor, ne? So ein Raptor, so ein Dinosaurier ist das, der hat so eine Kralle. Die fahre ich hier aus und reiße ihn hier runter und kann dann entweder mit dem Tactical Pen weiterarbeiten oder natürlich mit der Faust schlagen oder im Ellenbogen schlagen. Diese Möglichkeiten habe ich. Den Tactical Pen kann ich natürlich auch zum Stoßen benutzen. Also 1, 2, 3, 4, 5. So, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr ihn nutzen könnt. Wir versuchen das natürlich immer als Kettentechniken zu etablieren. Marco gibt mir einen Fauststoß, ich gehe hier rein, schlage Richtung Gesicht oder jetzt, wenn er mir den Rücken zudreht, rums hier Richtung Rückenmuskulatur, ja, oder hier Oberschenkel, ja, und kann dann eben weiterarbeiten, um in einer Notwehrsituation zu agieren. Wenn er kommt und greift mir hier am Kragen, mal gucken, dass er mir mit dem Mikrofon klappt hier oben, greift mir am Kragen, ja, dann kann ich hier den Tactical Pen einsetzen, um zum Beispiel hier, ne, hier oben auf seinen Bizeps zu schlagen, hier oben Richtung Gesicht zu schlagen, hier zu gucken, ob ich hier das Ding losreißen kann und dann weiter zu pölen. Ja, also diese Möglichkeiten, diese Einsatzmöglichkeiten habe ich mit dem Tactical Pen und mit dem Kubotan. Und je spitzer der ist, je fieser ist er. Das U-Sports Polster von unserem Kanal-Kooperationspartner, sage ich mal. So, welche Möglichkeiten habt ihr also? Ihr müsst euch jetzt vorstellen, das hier ist jetzt die Silhouette eures Gegners. Also Kopf und hier irgendwie Bereich Brust als Beispiel. So, und dann könnt ihr gewisse Kombinationen trainieren. Zum Beispiel Halsbereich, Kopfbereich, andere Seite. Ja? Oder vorderer Bereich, Halsbereich, Halsbereich. Oder Fauststoß, Stoß, Fauststoß, Halsbereich. Von außen die Außenbereiche abarbeiten. Ja? Oder Schwinger von außen und hier zurückkommen mit dem Tactical Pen nach vorne schlagen. Also Schwinger und hier wieder reingehen mit dem Tactical Pen, mit dem Kubotan. Fauststoß, Halsbereich von der anderen Seite. Fauststoß, Halsbereich von der anderen Seite. So, das sind alles Techniken, die mache ich natürlich gerade einhändig. Ich habe natürlich nur eine zweite Hand. Don't forget the second hand. Ja, also ich kann hier auch Kontakt aufnehmen und dann hier mit dem Kubotan reingehen. Ja, Stoß reingehen. Stoß von der Seite angreifen. Stoß, Rückhandangriff Richtung Halsbereich oder eben Schläge Richtung Magenbereich, Stoß Magenbereich reingehen, arbeiten. Dreierkombination, Fauststoß, Fauststoß, das war eine Viererkombination, Fauststoß, Fauststoß, Tactical, 1, 2 rein, ja, oder 1, 2 rein oder von außen, 1, 2 rein. Ja, also ihr könnt verschiedenste Kombinationen an so einer Pratze abarbeiten. Sei nur vorsichtig, die Pratzen sind ja recht teuer, macht euch die Dinger nicht kaputt, auch wenn ihr da 15% drauf kriegt mit dem Code DOM15 in der Videobeschreibung, ne? Aber wenn ihr natürlich mit dem Spitzenteil immer gegenpölt, macht euch ja die Pratze kaputt, ne? Also muss ja nicht sein, aber ihr könnt das schön effektiv trainieren. So viel zu dem Kubotan. Wenn du mehr Trainingsmöglichkeiten mit Waffen sehen willst, habe ich hier oben ein Video für dich. Da geht es auch so ein bisschen um Stock, um den Stock
Und wir sehen uns im nächsten Video. Marco und Dom. Und hoffentlich gutes Wetter. Bis dahin. Ciao.